Na gut, das kann man ja so nach und nach dann umrüsten, so ist das ja nicht. Kohle geht ja nur mit Schmalspur. Schmalspur im Modernen. Nee, komm, wenn man das direkt auf 18, auf das Beste bauen, ist ja blöd. So kann man dann immer noch so ein bisschen umtaddeln und umbauen. Ich denke, das wollt ihr ja sicher auch sehen. So, einseitige Bahnhöfe. Ja, zack. Wo war jetzt der Prellbock hier? Nee, das war falsch. Das sieht ein bisschen kurios aus. So. Und dann Stationsnamensschild. 2, 3 Ehen brauchen wir noch. Haben wir einfach so mal irgendwelche Bänke nehmen. Dann halt so und dann das Ende vom Bahnsteig. Schade, dass man sich das nicht kopieren kann, dass man sich immer so 2, 3 Vorlagen anlegen kann. Oh nee. Oh, Subventionsangebot Post. Murizaki nach Matsuki. Ich halte zwar eigentlich nicht viel vom Posttransport, aber warum nicht? Gleich mal nebenan gestellt. Dass das so passt. So, Post, da hatten wir was für einen immer? Den hier. So. Und dann können wir unten weiter bauen. Wo kann man hier eine Ausweichstelle bauen? Oh, Subvention. Die habe ich doch schon. Das Spiel, das, also das ist bei dem Spiel ja immer irgendwie dumm, dass der immer wieder das Gleiche vorschlägt. Wenn das Spiel realistisch wäre, würde er eigentlich, müsste er eigentlich Orte vorschlagen, die noch nichts haben. Hier könnte man ein Ausweichgleis irgendwie reinzerren. Da könnte man das auch gleich mal hier so ein bisschen schöner machen. Wie gesagt, ich will das jetzt auch nicht gleich alles hier auf zweigleisig umbauen, weil wir wollen ja in einem halben Jahr hier in dem Let's Play auch noch irgendwas zu tun haben. Daher machen wir das doch mal ganz entspannt. Partei nach Shimara, das haben wir schon. Also in meinen Augen müsste das Spiel eigentlich immer erst die Orte vorschlagen, die bisher noch nicht angebunden sind. Und nicht immer nur das Gleiche machen. Ist natürlich gut, weil das so ein bisschen Geld bringt. Aber ich persönlich halte das ja für Unfug. So, hier haben wir jetzt Morihara. So, wir bräuchten hier jetzt den Bahnhof.
Na gut, die können sich halt ein bisschen. Anzahl der Gleise 4. Ich glaube, das ist dort eine dumme Position. Achso, das kann ich hier nichts wegreißen. Oder halt hier dann. So geht es natürlich auch. Man kann erstmal das so bauen und dann so. Hä? Das ist natürlich auch Schwachsinn, ne? Also, Die finden mich jetzt sehr schlecht, weil ich da immer einen Bahnhof hingebaut habe, ne? Das ist natürlich. Da muss doch einmal der legendäre Baumtrick hinhalten und schon finden die uns wieder gut. Genau das, so muss es doch sein. So, Ende vom Bahnsteig. Prellbock. So. Sägewerk schließt. Wie mache ich denn das jetzt hier am besten? So. Ja, irgendwie so. Und dann fährt er hier weiter. Was ist denn jetzt hier der nächste Ort noch in der Strecke? Harau, Harau, die haben sogar einen Tempel. Was ist das für eine komische Weihnachtsmusik hier? So, die kriegen hier ein Metalldach. Kohlebergschwerk schließt. Bahnsteigende, das sieht man jetzt natürlich nicht, weil hier der Tempel im Weg ist. Und dann Prellbock. Oh. Das ist wieder der falsche gewesen. So. Achso, Gebäude wieder an. Dann gucken wir mal, ob es hier nicht das totale Verkehrschaos gibt. Ja, es liegt zwischen zwei Ausweichen. Das könnte eigentlich. Achso, warte mal, kann das nicht sein, dass. Der fährt hierher? Das ist eine potenzielle Stelle für ein. Für eine Stauung, aber wir probieren das einfach mal. Depot hier hin. Gut, dann einmal hier unten das Depot, damit er nicht hier irgendwie noch x-mal umlenken muss. Und dann gucken wir uns das da mal an, wie sich hier das dann entwickelt. Von hier nach hier. Achso, ich muss ja noch so ein bauen, dass sie da abbiegen können. Das machen wir doch gleich mal. So, und dann ach, wir bauen das da einfach halt halber gleich mal zweispurig aus hier.
den Bereich. So. Und dann kann der dorthin. Kommt hier gerade ein Zug auf der Strecke? Warum habe ich das eigentlich so hergebaut, wenn man hier auch gerade ausbauen kann? So, genau. Und dann... Wo sind noch Städte? Hier sind noch drei. Harasaki, oh, das ist natürlich eine größere Stadt. Die kriegen dann natürlich auch ein bisschen einen größeren Bahnhof. Die kriegen einen zweiseitigen Bahnhof. Gibt es den überhaupt in der Blechvariante? Achso, hier muss ich hier oben hingehen. Natürlich. So nicht. Das sieht nämlich nicht schön aus. Sie hat den schon mal eine Unterführung hingestellt und hat sich verirrt. Gucke ich mir gleich an. Moment. Puffer und dann... Achso, Puffer mit... Nee. Nicht mit Metalldach. Ich hätte das gern dort offen und durchs Ende vom Bahnsteig. So, die haben sich verirrt, weil... Harayama Mine. Das ist hier oben. Oh, ja, das ist natürlich dumm. So. Könnt ihr gleich mal umlenken. Jetzt müsste er eigentlich dorthin kommen. Sorry mal wieder für den Baufail.